Buongiorno, 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 meine Freunde. Moin, moin, moin. Hier ist euer Schalker. Das Eröffnungsspiel findet doch statt auf den Freitag. Finde ich gut. Man muss leider sagen, gut nicht, dass man muss leider sagen, was sage ich denn da? Nein, man muss sagen, Gott sei Dank nicht auf den Montag. Wer mag auf den Montag ein Fußballspiel gucken? Sorry, ich hasse den Montag. Schon erstens, wenn man montags nach dem Wochenende arbeiten muss. Für jeden ist dasselbe. Montags, boah. Aber montags ein Bundesligaspiel, ne, das gefällt mir nie. Und ich bin froh, dass es doch Freitag ist. Bayern hat gesagt, wir wollen das Eröffnungsspiel spielen gegen Schalke. Deswegen findet das statt. Ansonsten hat ja die DFL gesagt, auf den Montag, weil Bayern ja im Champions-League-Finale ist. Da freue ich mich schon. Auf den Freitagabend, schön 20.30 Uhr, hauen wir die Bayern einfach mal weg. Und so ist das. Ja, Suat Serdar möchte seinen Vertrag nicht verlängern. Da habe ich erstmal gestaunt. Aber okay, ist ja jeden sein Recht, was er machen möchte. Er möchte den Vertrag nicht verlängern. Okay, er hat ja noch Vertrag, glaube ich, bis 2022, wenn ich mich nicht irre. Doch, 2022. Wenn ich falsch liege, ihr könnt mich korrigieren. Ja, was macht man jetzt als Vereinsführender? Ich persönlich würde den jetzt noch ein Jahr spielen lassen. Ich hoffe, dass er dann an seine Leistung anknüpft, wie vor der Corona-Krise. Da hat er ja 7 Treffer gemacht. Ist sogar der beste Torschütze geworden auf Schalke. Sogar kein Stürmer von uns hat mehr Tore geschossen. Traurig. Aber er ist zum besten Torschütze. Ja, ist unser bester Torschütze. Ich hoffe, dass er dann an diese Leistung anknüpfen kann. Dann kann ich mir vorstellen, dass wenn du den dann 2021, 2022 auf die Transferliste setzt, kriegst du mehr Geld für ihn. Hast du mehr Chancen, mehr Geld zu kriegen. Weil wenn du den jetzt verkaufst, ich weiß nicht, kriegst du nicht so viel. Aber sein Marktwert steigt, wenn er eine bessere Leistung hat. Deswegen würde ich den noch, ehrlich gesagt, noch dieses Jahr spielen lassen und dann nächstes Jahr schon mit dem Kopf hingehen, den verkaufen wir. Oder die Vereinsführung denkt sich, weißt du was, du willst dich verlängern, wir verkaufen dich jetzt sofort. Aber würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Ich würde den noch ein Jahr spielen lassen, hoffen wir, der reißt sich dann noch den Arsch auf. Und dann kannst du ihn nächstes Jahr in Ruhe verkaufen an einen Belieben. Vielleicht hast du dann auch wieder bessere finanzielle Lage für alle Vereine. Vielleicht sind ja auch wieder Zuschauer dann erlaubt und so. Dann hast du mehr Möglichkeiten, den auch höher zu verkaufen. Ist meine Meinung. Ich kann auch falsch liegen. Ja, und Glückwunsch an FC Sevilla. Gestern den Europapokal gewonnen. Europa League Pokal gewonnen. Glückwunsch. Ich war gestern für unsere italienische Mannschaft. Ich bin kein Inter-Fan, aber wenn die italienische Mannschaft im Finale steht, ist klar, ich als Italiener drücke denen die Daumen. Auch für meinen Schwager Paolo. Tut mir leid für ihn, dass seine Mannschaft verloren hat. Ich weiß, er ist ein riesiger Fan. Mir tut das leid wirklich für meinen Schwager. Aber wir müssen auch Glückwünsche an FC Sevilla sagen. Ne? War erste Halbzeit interessantes Spiel. Zweite Halbzeit ein bisschen verflacht. Und dann Lukaku, der tragische Held, ist so leider der tragische Held für mich, weil er hatte eine Situation in der zweiten Halbzeit gemacht, rennt allein aufs Tor, macht er da 3-2, gewinnt Inter das Ding und dann bei einer Aktion haut er beim Kopf, ich weiß nicht, wer den Kopf von Sevilla gemacht hat und dann unglücklich wollte der Lukaku abwehren und schießt ihn ins eigene Tor, ansonsten wäre der Ball jetzt ausgegangen und dadurch war er der tragische Held. Tut mir leid für den Lukaku, das ist... In seine Haut möchte ich jetzt nicht stecken, ist so. So, meine Freunde, das war's. Ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefällt, der Kanal, lasst mir ein kleines Abo, die Glocke aktivieren, ding, 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 damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein Video kommt. Oder wenn es euch gefällt, teilen, 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 teilen. Ihr könnt mir auch ein Like lassen, würde mich auch mega freuen. So, dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Euer Schalker.